abkürzen mögen. Oh, hier ist noch was Grünes. Ich denke mal, dass wir hier was machen müssen. Nein, müssen wir nicht. Guck mal, das sind LAN-Anschlüsse. Da kann man ins Internet. Ach, da hier ist offen. Wir müssen auch noch hier rein. Drehe das Ventil für den Nährflüssigkeitsbehälter zu. Ja, jetzt ist die Tür auch noch zu. Erstmal hier umgucken. Ich weiß, da ging eine Treppe rauf, aber ich will jetzt erstmal gucken, was hier ist. Aha, okay, dann, warte. Ey. Einmal zurück. Ich weiß nicht, da müssen wir wahrscheinlich klar. Ich gucke mich erst um. Okay, ein Gefangener. Hier sieht es ja aus. Dass die sich das überhaupt noch angucken, das ist doch. Das ist doch keine Bilder, das ist doch gar nichts. Der ist so fixiert, dass er sich das angucken muss. Aber er kann auch seine Augen zumachen. Was haben wir hier? Sublab-Generator. Aber ohne Aktion haben, die wir drücken müssen. Warte ich natürlich erst damit. Oh, eine Batterie mit. Oh, wieder. Classified. Geheimakte. Okay, also wir müssten da hinten rüber. Alles klar. Gut, dann ist das schon mal sicher. So. Ein riesiger Raum ist das hier. Ein riesiger Raum. Ich bin extra außen rum gelaufen. Hier was? Also hier waren, glaube ich, diese alle eingesperrt hier in diesen Kryokammern, nenne ich sie jetzt einfach mal, ja, aus dem Film. Betrifft es eigentlich sehr gut. Der Ausdruck. Hier ist. Was? Oh Mann. Oh Mann. Wir schwarz Basis. Als wenn es gleich wieder um Kram geht. So schon. Bevor ich da jetzt reingehe, schaue ich mich hier oben jetzt um. Ah, alles klar. Bevor ich das mache, dann gehe ich jetzt erst da rein, weil nach so einer Interaktion. Oh, da haben wir wieder so einen gelben Textmarker. Genau, das haben wir ja ganz am Anfang auch gehabt, ne? Draußen, wo wir unser Auto geparkt haben. Da haben wir wieder was zu lesen. Ich freue mich. So, N ist es nicht, dann. Aus der persönlichen Notiz von Dr. Wernicke, Frankenstein oder Dr. Moderne Prometheus von Mary Shelley. 1818, anonym veröffentlicht, Kapitel 4, Auszug. Lernet, wie gefährlich die Erwerbung von Wissen sein kann und um wie vieles glücklicher derjenige sich schätzen darf, dem die Welt nicht größer ist als der Marktflecken, darin er geworben war. Um wie viel glücklicher ist nicht solch ein Mensch zu schätzen, denn einer, der da strebte, größer zu sein, als seine Natur es ihm erlaubt.
Okay, das scheint wohl irgendwo so ein Auszug zu sein oder so ein Text aus einem bekannten Autor. Ja, guck mal, jetzt haben wir es gleich 10 vor 5. Weil 10 vor 4 haut ja nicht hin. Wir hatten ja vorhin schon halb 4, 5 gehabt. Ja. Na, hier geht es noch entweder am Weg tot oder dann mal. Und er breche die Stromzufuhr durch den Generator des. Ja! Da ist er schon wieder! Das kennt ich nicht mehr. Stromzufuhr, wo war das? Ich glaube nicht, dass uns das hier Zeit verschafft. Hui! Mach zu! Jawohl! Man kennt ihn! War das da oben? Da oben ist offen jetzt. Geh weg, Fliege! Ich hab's auch schon Gänsehaut. Ah. Mach zu! Bitte nicht! Ah! Ja. Aber da kann er ja auch durch. Oh. Da ist immer was oben. Wie viele Treppen sind denn das? Wow. Der braucht nur geradeaus hochfliegen und wir müssen einfach die Verstopfung. Hey, komm schon, und heppen, jawohl, ganz kühl. Nein, da nicht. Ah! Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Aua! Uiuiui, das war mal knapp. Mich wundert, dass er hier nicht rein kann. Hey, keine Batterie hier unten. Eieiei, das war knapp. Oh, also das ist ein Jump'n'Run-Spiel. Du wirst echt nur gejagt. Nur gejagt. So, hier haben wir noch wieder was zu lesen. Was haben wir denn da Feines? Anbei, finden Sie den Formular, das Formular der Fortsetzungserlaubnis für Patient William Hope aus dem Murkoff Wohltätigkeits Physische Psychiatrie im Mount Massive Hospital in Colorado, USA. Das Formular ist Standard und alle wichtigen Zeilen sind unterschrieben. Anscheinend weiß Billy nichts von dem Herzstillstand, der von kurzem bei seiner Mutter herbeigeführt wurde. Er nimmt an dem Experimental, da er seiner Mutter die Kosten grundlos zurückzuzahlen und ihrer Kirche eine Spende zukommen lassen möchte. Wernicke, nachdem ich die Traumberichte des Jungen gelesen habe, bin ich davon überzeugt, dass er über ein enormes therapeutisches Potenzial verfügt. Also, So, jetzt versuche ich mich nochmal da oben an diesem Murkoff Wohltätigkeit. Psychiatrie-Programm. Okay, geht doch. Warum nicht gleich so? Man tut sich manchmal aber auch schwer, wenn man so in Hektik und Eile ist, sondern. Ach, nee. Der aktiviert Billys Notfallsystem der Lebenskammer. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurück, oder was? Ja, ich muss hier wieder zurück. Okay, das ist dekontaminiert. Ja. Brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht großartig umsehen hier.
Oh, 9 von 10 Batterien, das ist gut. Nein, 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 lass mich in Ruhe, Mann! Au! Au! Eieiei! Wo bin ich denn hier? Ja, da wo ich hin wollte. Nach unten! Nach unten! Der Typ, der nervt. Geh rein, komm, quetsch dich durch, du Lauch. Mach auf, mach rein. Alles klar. Du bist safe, du musst runter. Soll ich hier oben rein? Ist da hier oben? Nein. Ach, Mann. Ja, Ja. Mann! Okay, du reih dich raus! Was ist das denn jetzt für eine scheiß Kugel, die hier... Bist du das, Nein! Nein, das ist er nicht! Dann muss ich ja nach hinten rein. Jo, bin ich da weggekommen. Aber ich muss gucken, ob ich den jetzt erstmal ein bisschen abhängen kann. Dann muss ich mich von dem Penner jetzt erstmal jagen lassen. Uiuiui. Uiuiui. Kann ich wieder was machen? Eieiei. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich hinten rüber muss und irgendeinen blöden Stecker ziehen, aber ich weiß nicht, welchen Stecker. Der Typ, der nervt. Outlast, wieso macht sie einem immer so schwer? Na lauf, 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 renn, renn. Du hast hier keine Zeit zu verlieren, mein Lieber. Nein, in the river. Na komm. Ja, das ist es nicht. Nein. Okay, da war. Au, au, au. Nein. Ja, au. Au, au. Oh. Da voll auf die Oma. Uiuiuiui. Ich habe gesehen, da war vorhin noch so eine Akte zum Lesen. Nein, lass mich doch mal in Ruhe. Du grausamer Kerl. Nein. Au, das tut doch weh. Scheiße. Mann, oh Mann, oh Mann. Zwei Finger weniger. Eine halbtote Kamera. Murkoff Psychiatric Systems, Murkoff genetischer Antrieb, Wartungsplan. Um eine Verletzung des Patienten zu vermeiden, müssen alle Lebenserhaltungssysteme der Lebenskammer des morphogenetischen Antriebs täglich überprüft werden. Lebenserhaltungssystem 1, der angereicherte, oxygenierte Verlust. Alter, Carbon im Nährflüssigkeitsbehälter muss während der Behandlung des Patienten fortlaufend gespült und ersetzt werden. Es gilt zu beachten, dass die Flüssigkeitsbeatmung auch Anästhetika enthält und jegliche Unterbrechung der Zufuhr vom Patienten zu großen Schmerzen führt. Das Experiment unterbrechen können.
Lebenserhaltungssystem 2, der Stromversorgung erfolgt durch den Generator des unterirdischen Labors. Die ausreichende Betankung und Wartung des Generators sollte stündlich betätigt werden. Lebenserhaltungssystem 3. Im Falle eines Ausfalls der Lebenserhaltungssysteme 1 und 2 springt der Notfallsystem das Lebenskammer an und übernimmt die minimale Lebenserhaltung vor Ort, bis die Techniker eingetroffen sind. Das Deaktivieren des Notfallsystems führt zum sofortigen Tod des Patienten. Alles klar, also da oben scheint jetzt wieder die Tür offen zu sein. Oh Scheiße, schaffen wir das überhaupt? Oh Mann, ey, er hat uns so eine Dresche gegeben. Eieiei. Oh Mann, oh Mann. Oh, das war, also der Typ war, ist immer normal. Mal zumachen? Nein. Oh, 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 oh. Ob wir das überhaupt schaffen, ist was anderes. Schüttel dich. Schau, dass du nicht irgendwie... Flieger, hau ab. So eine Wasserflasche bei dir hast oder so. Oh Mann, wir humpeln uns hier eins zusammen. Das kann ewig dauern. Da wäre jetzt praktisch gewesen, wie bei Wolfenstein 2, so ein Rollstuhl, wo man dann... Oh, komm schon, du bist zur Tür, komm! Rappel dich auf, Kollege! Und jetzt nochmal versuchen aufzustehen. Oh nein, nicht schießen, nicht schießen! Alter, warum... Da sieht man das. Okay. Sie sind nun erwähnt. Was? Okay, damit geschossen. Scheiße, was ist da los? Ich will was sehen, Leute! Ich verteidige gerade meine Bildschirme gegen die scheiß Fliegen. Errungenschaft freigeschaltet. Bestraft. Okay. The Red Barrel. Okay. Mir scheint so, als hätten wir Outlast durch. Mich hat schon gewundert, wo dieses Wesen hin ist. Okay, die haben uns dann umgebracht, weil dieses Wesen sollte dann doch da unten in diesem Labor bleiben. Deswegen haben sie uns umgebracht. Deswegen konnten wir auch nicht rausziehen. Und ja, das mit Pater Martin tut uns natürlich auch sehr leid. Der hat sich für umsonst, hat er sich da aufgehängert. Und verbrennen lassen. Dass wir dann da unten doch sterben. Und dabei haben wir uns so viel Mühe gegeben. Ich glaube, das ist jetzt so ein Kreislauf. Entweder schaffen die das, wenn sie den nicht töten können. Ich meine, gut, wir als wir sind jetzt natürlich tot. Aber jetzt sind die ganzen Soldaten und der Professor da. Das heißt, das Vieh wird jetzt die Soldaten töten und sich den Professor schnappen, weil der am wenigsten abhauen kann. Und da ist ja dieses Vieh ja, glaube ich, nicht wirklich den Warrider, ich wollte jetzt gerade Lowrider sagen, nicht irgendwie abschießen können, weil das ja irgendwie ein Geist ist. Der hat ja mit dem dicken Wemser da in den Lüftungsschacht reingezimmert ist. Okay. Also, ja. Das ist also das kleine, aber doch geschmackvolle DLC, beziehungsweise das Ende von Outlast 1. Oder? Eigentlich schon, oder? Ja, da jetzt Summer Sale ist, oder Summer Sale jetzt gewesen ist, nachdem die Folge raus ist, ist das natürlich wieder vorbei. Da hatte ich mir das DLC noch schnell geholt, weil es im Angebot war. Und einfach nur passt jetzt gerade zum Outlast 1 Let's Play. Was will man mehr? Ja. Freunde, boah. Also,
ich bin froh, dass ich die Abstimmung gemacht habe. Und ja, 10 Daumen waren dann dafür, aus das einzuspielen. Und jetzt habe ich es durch. Yes? Schön. Und ja, nebenbei habe ich ja noch Bud Spencer und Terence Hill laufen. Slaps and Beans. Also auch da mal reinschauen. Und dann werde ich mir jetzt ein neues Thumbnail zurechtsetzen, weil ich habe nämlich ein neues Let's Play im Auge. Und ein privates. Aber ich habe jetzt auch vor, mal ein bisschen mehr wieder mit Leuten mal zusammen zu spielen. Und ja, die Musik ist jetzt zu Ende, endlich. Ja. Also war geil. Das war ein richtig Outlast 1, mega, mega geil. Ich denke nicht, dass ich Outlast 2 daddeln werde, weil mein Outlast 2 ist schon spannend, ist eine Herausforderung. Vielleicht mache ich da nochmal so eine Stimm-Up-Challenge. Aber schauen wir mal. Aber ich möchte jetzt erstmal wieder so ein Shooter-Game spielen und ich habe auch schon was im Auge, was ich spielen möchte. Und ja, wie gesagt, ich möchte mit mehreren Leuten jetzt mal was zusammenspielen. Einen habe ich, beziehungsweise zwei habe ich. Ich bräuchte doch, ja, einen definitiv. Eigentlich wäre es geil, eine weibliche Person zu haben. Und jetzt zippt diese Scheißfliegen hier auf der Tastatur rum. Ich hasse diese Viecher. Also Lademodus, ey, ich glaube, das lädt sich, das hängt sich auf hier. Ich fand Outlast 1 nicht schlecht, das war mega geil. Outlast 2 mag ich nicht so, weil da war dieses Hin- und Hergespringe von, was war das jetzt, Schulgebäude, ja, Schulkomplex. Und dann wieder in einem von diesen Dörfern, wo ich denke, das ist doch totaler Schwachsinn ist das. Ich weiß nicht, was für eine Schematik sich da ausgedacht haben, warum das so ist. Nur das soll einen hier oben, glaube ich, in der Birne so ein bisschen mit Schuhe machen, dieses Hin- und Her. Es... Für mich gibt das nicht viel Sinn. Deswegen ich auf dieses Let's Play noch nicht wirklich Lust und Bock drauf habe. Ja, den ersten Teil, klar, den hatte ich schon ziemlich lange. Ich war nur am Überlegen. Machst du nicht? Hast du Angst? Weil ich war zwei, drei anderen gesehen habe. Oh Gott, die laufen so wahllos durch die Gegend. Die wissen gar nicht, wo sie hin sollen. Und da ich bin dann kacke. Du bist ja eigentlich auch nicht viel besser. Schwer dich da in so ein Dings dann zu konzentrieren und zu spielen und zu machen. Aber ich habe dann gesagt, ich habe die Verlosung gemacht und ich hatte gehofft, dass keiner für Outlast stimmt, sondern die ein, zwei anderen Spiele, die dann noch in petto waren. Und aber Outlast, ich danke für die Abstimmung, dass ihr abgestimmt habt dafür. Ja, auf jeden Fall eine super gute Unterstützung. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Das war ein geiles Spiel. Also waren schon ein paar Momente dabei, wo ich denke, boah, da geht einem schon die Puste. Also geil. Outlast 1, Spitzen. Teil, Spitzengerät. Also wer es noch nicht gespielt hat, kann ich empfehlen, das zu spielen. Es macht einfach Laune. Es ist einfach geil. Genauso wie Metro. Das sind Spiele, die kann man einfach, weil sie einfach geil sind. Es gibt keine andere Beschreibung dafür. Einfach spielen und sich immer denken, das muss ich nochmal machen, weil es macht einfach Laune. Du hast eine du hast einen Story-Modus, den du dann einfach vorantreibst, den du spielst. Du hast was Neues, du weißt zwar wieder, was kommt, aber du spielst jedes Mal was anderes. Und irgendwann ist es einfach, ja, wird es lahm. Ja, aber man muss es ja nicht unendlich mal spielen. Aber auf jeden Fall geil. Auf jeden Fall geil. So, da will ich eigentlich jetzt mit meiner Reputation aufhören. Ich kriege leicht Rückenschmerzen gerade, aber dann kann ich mich dran setzen zu rendern. Weil jetzt habe ich es aufgenommen und ja. Jetzt, wo ihr jetzt diese Folge jetzt hört, saß ich jetzt gerade dran, hab den Rest von Outlast und Whistleblower jetzt durchgezimmelt. Und draußen haben wir geiles Wetter und ich will jetzt gerade mal schnell raus, mal ein paar Pokémons gehen und zwei, drei Bierchen in den Kühlschrank stellen. Oder ich nehme die jetzt einfach so mit. Hey, bei Pokéstops hier unten im Pokéstop, wir haben einen Pokéstop, ja, dann will ich einmal abgrasen, um ein paar Geschenke wieder einzusammeln für meine Guys hier. Für meine Freunde gibt es ja so ein Update jetzt für Pokémon Go, deswegen. Also wer mich da adden mag oder wer einen Account hat, kann es gerne tun, kein Problem. Ansonsten, ja, ich bin jetzt fertig, bin raus und ja, schaut doch mal bei uns und bei meinem Livestream vorbei und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, das war euer Virus, danke fürs Zusehen bei Outlast 1, das war's, euer Virus, wir sehen uns zum nächsten Let's Play, macht's gut und ciao mit V. Yeah.